Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Record Shop Simulator. Wir haben noch zu. Ich weiß noch gar nicht, haben wir? Doch, wir können, ne? Wir hatten schon den nächsten Tag gestartet. Wir brauchen unbedingt Geld. Wir haben nicht so gut gewirtschaftet offensichtlich. Aber macht nichts, weil, ne, wir haben Platten im Regal, das ist immer das Wichtigste. Ihr dürft wenig Geld auf dem Konto haben, wenn ihr Ware im Regal habt. Das ist die Faustformel meiner Spielweise. Kein Geld auf dem Konto ist okay, wenn Ware im Regal ist. So. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Ich habe ja gesagt, ne, ich gönne dem Ganzen noch mindestens eine Folge. Ah, ne. Oh, das ist ja das Allerschlimmste hier gerade. Da musst du ja wirklich, ne? Wer macht denn solche Preise? Aber wer bezahlt auch solche, ne? So. Was haben wir? 47 haben wir. So. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Immerhin sind wir schon aus dem Minus raus. So, guck mal, $5, das ist doch mal ein schönes. Also meiner Meinung nach, ne, an den Preisen ist okay. Macht meinetwegen Centbeträge, wenn es denn sein muss. Aber lasst die Kunden doch, ne, ordentlich bezahlen. So, das ist. Ach, wechseln. Nee, du brauchst gar keinen wechseln. Oh. Können wir jetzt. So, okay. Sorry, ne? So. Ich meine, über sowas können wir auch reden. Da sage ich gar nichts. Da können wir ja noch behaupten, sie hat darüber nachgedacht, dass sie halt weniger hinten raus haben wollte. Aber das hier. Nie im Leben würde uns doch einer dann $205,80 geben. Ich weiß halt nicht, ob das so ein random Ding ist, dass das so programmiert ist, dass einfach gesagt wird, hier so random werden einfach Zahlen da hingeschmissen. Ebene 6, okay, guck mal, wir haben gar keinen, wir kriegen den die Musik nicht mehr. Ich hatte auch erst ein bisschen Angst. Ich habe das Spiel neu gestartet. Und ich hatte auf einmal wieder Musik im Hauptmenü. Und ich hatte kurzzeitig Angst, dass mein Spielstand nicht gespeichert wurde. Aber wie ihr seht, es ist alles da. Nur aus irgendeinem Grund musste ich die Musik wieder ausmachen. So, wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Oh, guck mal, unser Müll ist auch weg. Unser schöner angesammelter Müll. Aber ist, ne? So, wie gesagt, an der Steuerung könnten sie auch noch mal ein bisschen arbeiten. Die ist echt sehr schwammig, ne? Also, man hat immer das Gefühl, man hat so ein bisschen Schlittschuhe an. So, 16. Hier ist halt auch $104,40 ergibt 121,5. Also da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist echt komplett random programmiert, was die dir geben dann, ne? Ich weiß nicht, ob die Entwickler, ich meine, es wäre sogar nur ein Entwickler, der irgendwie, ne? Hatte ich jetzt gesehen bei Steam. Ob der denkt, das ist eine coole Idee, irgendwie ein cooles Gimmick, dass du da, aber nee, ist es nicht. Sorry, also weiß ich nicht. Flupp. Okay, immer noch nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ob ihr sagt, nö doch, ich finde das eigentlich ganz, ne? Oder ob ihr auch sagt, so, nee, ist eigentlich irgendwie doof. Ist eigentlich irgendwie doof. So, wir haben wieder Geld, ne? Das, haben wir das jetzt gekauft? Ich habe nicht drauf geachtet. Nee, haben wir, glaube ich, nicht, ne? Das geht eigentlich immer ganz gut. Das geht eigentlich ganz gut. Das hatten wir jetzt halt nicht, weil das lohnt sich eigentlich gefühlt. Ja, es geht halt, ne? Ich meine, klar, es kommt Geld rein, aber ich glaube, so viel Dings haben wir ja schon gar nicht mehr, ne? So viel Platz.
So, du bist die hier, ne? So, zack, zack, zack. Zu, wegschmeißen. Haben wir die noch irgendwo? Nee. So, also momentan könnten wir, glaube ich, vier verschiedene, ne? Dass die. So, was könnten wir noch? Wie viele Platten haben wir eigentlich überhaupt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, die haben wir. Guck mal, wir kaufen jetzt einfach nochmal die dazu. Ah, an denen verdienen wir mehr. Aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch unterkriegen, ne? Wir gucken einfach. Könnten wir jetzt noch da unten reinstellen, dann ist es aber nicht voll, also, ne? Wenn wir das Geld haben, könnten wir dann auch nochmal ein neues Regal kaufen. So. Ich finde es halt auch, ne? Seit 2 Stunden oder so, also um 8 Uhr macht ja das Ding zu. Und seit gefühlt 2 Stunden war keiner mehr in unserem Laden. Okay. So. Aktuelle Preise, ja, das ist, ne? Das war ja jetzt alles rot und jetzt ist halt die Frage, aktuelle Preise, ist das okay? Aber das bezahlen wir ja. Könnte jetzt nicht, ob sich da irgendwas geändert hat, ne? Also das ist mir echt zu. So, das lassen wir da. Wir gucken mal nochmal. Was könnten wir. Aber da brauchen wir ja auch erstmal die, die Möbel für, ne? Was wir halt jetzt gerade wären T-Shirt-Ständer. Der Kopfhörerständer, der käme gleich mit Ebene 7. Aber die waren sehr teuer, ne? Ist halt auch die Frage, ob sich das überhaupt lohnt für uns. Was kostet denn das nächste 1000? Aber wir brauchen ja sowieso erstmal ein neues Regal. Das ist halt auch hier so ein bisschen, ne? Wie es am Anfang bei Retail Company war. Dass du ewig keinen Kunden hast. Ich meine, ja, können wir drüber reden. Ist wahrscheinlich auch reell, ne? Dass nicht gleich in der ersten Sekunde die Kunden angerannt kommen. Hallo? 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 Okay, sie hat nichts mitgenommen. Sie hat nichts. Sorry, ich dachte nur kurz so, ne? Hat hoffentlich auch keiner gesehen, ne? Kommen Sie rein, hier passiert Ihnen gar nichts. So, er ist glücklich. Wir können, ne? So, perfekt. Ist halt die Frage, kaufen wir erstmal ein neues Regal, wenn wir die 800 voll haben? Ich würde ja auch gerne gucken, ne, ob wir das eine andere einfach verschieben können. Aber dieses Demontieren oder was da stand, das macht mir ein bisschen Angst, da einfach drauf zu drücken und, ne? So, hier, $72 muss sie bezahlen. 101,55 gibt sie uns. Also, sorry, das ist Schwachsinn. Das ist ab. Absoluter Schwachsinn. Und dann dieses Kleingeld rauszufummeln da. Nee. Also da, das fühle ich nicht. Das fühle ich überhaupt nicht. Das macht mir schon jetzt keinen Spaß mehr, ne? Das ist. So, was haben wir hier? Sup. Nee, jetzt haben wir. Können wir ihr das kommen? Sei glücklich mit den 10 Cent. Sei glücklich. Okay, die Platten da unten, die kauft auch irgendwie kein Mensch, ne? Dann brauchen wir die auch nicht unbedingt nachbestellen. Aber dann heulen sie bestimmt wieder rum, weil wir es nicht haben. So. Jetzt hätten wir 800.
Sollen wir ein neues Regal kaufen? Sollen wir ein neues Regal kaufen? Ich frage mich ja auch hier so, ne? Altplattenständer. Können wir rein theoretisch da halt auch unsere reinmachen? Es wäre halt ein bisschen günstiger und wir haben ja momentan nicht so viele Platten, ne? Weil ich wüsste jetzt halt, ich kaufe halt trotzdem so ein großes, aber ich wüsste jetzt halt auch nicht, wo wir halt gebrauchte Platten herkriegen, das, ne? Ah ja, wir haben das da stehen. Oh, kann ich das nochmal einpacken? So, einmal bitte so. Ach, guck mal, jetzt haben sie die, ne? So. Zack. Wegschmeißen. Ich komme mal hier, ne? Ich gehe mal schnell zur Kasse. Die möchtest du alle haben? Okay. Sollst du haben. So, hier, die kriegst du auch noch. Guck mal, fast $300 hat er jetzt bei uns gelassen. So, du bist mein Lieblingskunde, du hast viel gekauft und du bezahlst. So, du bist nicht mein Lieblingskunde, wobei das hier schon wieder geht. Na, da könnte man schon sagen, das ist schon fast so gewollt wieder mit dem Aufrunden. Das ist okay, wenn das immer so funktionieren würde, aber wenn du dann halt da auf 29 irgendwas rausgeben musst, das ist doch Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Das, ne? So. Ich sag mal so, unser normaler Laufstil könnte auch so ein Tacken schneller sein, ne? Also, so wie es ist okay. Platzieren ist okay. Wobei, nee, der steht zu weit vorne, oder? Sieht das jetzt nur so aus? Von hier sieht er aus, als würde er gleich stehen. Von hier auch, aber ich glaube, das passt schon. So, wir haben schon 8 Uhr. Wir machen gleich mal den nächsten Tag, ne? Also Geld reinkriegen ist schwierig. So, jetzt ist halt. Jetzt war halt alles grün. Ach, guck mal, jetzt steht hier war. Verkaufswert war 108. Aber da war doch so viel. Ja, aber wir haben noch keine 100. Ach, also ich, das verstehe ich beim besten Willen noch nicht so, ne? Das verstehe ich beim besten Willen noch nicht. Haben wir schon aufgemacht, haben wir nicht. So, was. Guck mal, von hier sieht es aus, als würde das völlig schief stehen, ne? Komm, ich probiere jetzt zerlegen. Okay, zerlegen heißt, wir packen es wieder in die Kiste. Alles klar. Dann lassen wir das, so. Wenn wir uns denn diese einen beiden, die sind ja schon fast ausverkauft. Ihr solltet mir vielleicht auch merken, wie die aussehen, ne? Guck mal, er auf jeden Fall. Und was das andere war, weiß ich schon nicht mehr, ne? Guck, wir kaufen jetzt einfach alles, was günstig ist. Und schmeißen das ins Regal. So. 18,75. Okay, guck mal, aber da haben wir ja bald hier einmal extra voll nur, ne? Das finden die anscheinend nicht so toll. Komm, damit, ne? Moment, ich bin gleich da. Ich will nur mal hier. So, zack, 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 zack. Ja.
Sie kriegt gar nichts wieder. Wir haben Ebene 7 erreicht. Wie gesagt, ne, das kommt jetzt. Wir haben gefühlt auch gerade gar keinen Sound mehr, In-Game-Sound, oder? Kann das sein? Konnte nicht nur sein, war auch so. Ich habe in meiner ganzen, ne, einfach gleich beides ausgestellt. So ein bisschen Sound schadet, glaube ich, nichts, ne? Warum kann ich denn nicht? Also ihr könnt mich gern für pingelig halten, ne? Aber warum kann ich denn nicht hier schon mal den Fleck wegmachen, obwohl da noch Müll liegt? Lass mich doch erst das eine und dann das andere machen. Oh, guck mal, jetzt ist. Dass mir das aber auch erst jetzt auffällt, dass wir so überhaupt gar keinen Ton hatten, ne? Jetzt ist das schon wieder ein bisschen laut, ne? So, 13. 60. 60, 60. Wo ist 60? Da. Mach mal kurz nochmal Ton, ne? So, auf geht die wilde Fahrt. Bin ja gespannt, ob dann immer der Ton neu eingestellt werden muss. So. Jetzt haben wir schon gleich wieder keine Platten mehr, ne? Wir haben heute Samstag. Es wäre halt die Frage auch, ne? Gibt es Tage, wo es besser läuft? Warte, 32. So. Das waren diese einen, die laufen gar nicht, ne? Die brauchen wir, glaube ich, nicht zu bestellen. Können wir alles andere einmal bestellen? Haben wir das jetzt bestellt? Manchmal ist es halt, ne, es wäre echt schön, wenn so ein, weiß ich nicht, irgendwie nochmal ein Ton käme oder wenn man halt nochmal eine Übersicht hätte, wo man was bestellt. Das, ne? Damit man auch tatsächlich sieht, was man bestellt hat oder ob man jetzt irgendwas bestellt hat. 50 Cent. So. Vergiss auch immer mal, ne, da auf Escape zu drücken. So, gib mir mal meine Pakete. Die hatten wir hier oben, ne? So. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich sowieso wieder keiner. An die hin. So. Das ist natürlich, ne, ich bin jetzt schon fast in der, da nochmal so ein Paket zu kaufen, damit wir die Lücken füllen können. So, guck mal, können wir das einfach auch so wegschmeißen jetzt? Nee, ne? Komm, wir kaufen nochmal so ein Paket von. Reicht immer noch nicht, um voll zu sein. So, was würde uns denn? Ich glaube, wir hatten schon mal geguckt, aber ich weiß es nicht mehr. Ne? Was würde denn die nächste Lizenz kosten? 1000. Dann kriegen wir 1, 2, 3, 4 neue Platten. Bräuchten wir nochmal auch ein neues Regal, ne? Aber gut, wir sind halt von 1000 für die Lizenz, ne? Ewig weit weg, aber immerhin, wir haben mal Plus gemacht. Wir haben mal Plus gemacht. So, wir machen einfach auf und uns bleibt uns jetzt eigentlich. Ach, ich sehe gerade, da oben sehen wir auch unsere Mülltonne, ne? Wenn wir anscheinend unsere Kisten da drinnen entsorgen, wird das gar nicht voll, ne? Weil bei dem, was ich da jetzt alle reingeschmissen habe, müsste das ja eigentlich. Ne? Was gibt's denn hier eigentlich? So, ich bin ja gar nicht neugierig, ne? Hungry Wolf Food Court. Da bin ich richtig. Aber da komme ich gar nicht hin. Schade.
Schade, schade. Ich hätte jetzt, ne? Haben die beiden eigentlich irgendeine Bewandtnis, außer dass sie halt da stehen und den ganzen Tag tanzen? Weiß das jemand, ob die irgendwie, ne? Die Frage ist ja auch, lohnt es sich zum Beispiel Kopfhörer anzubieten und können wir die preislich selber bestimmen? Und wenn ja, in welchem Rahmen? Haben wir aufgemacht? Haben wir nicht. Wir waren wieder, ne? Aber gut, jetzt kamen sie wenigstens sofort angerast. So, die sind glücklich. Ja, wir haben jetzt ja auch alles, was wir haben können, ne? Und wenn die so sind, dass sie immer das haben wollen, warum? Warum? Was wir quasi lizenzmäßig haben, dann sind wir ja jetzt voll ausgestattet und eigentlich müssten alle glücklich sein. So, was haben wir? Oh. Zu wenig rausgeben kann man nicht. Ist ja auch wieder, ne? Warum kann ich zu viel rausgeben, aber nicht zu wenig? So, 5 Dollar. Ach, du bist mal, ne? Ich weiß halt auch nicht. Ich meine, dass der Laden dreckig wird wieder. Okay, dass auch mal irgendwie jemand vielleicht irgendwo was hinstellt. Okay. Aber ich finde es auch ein bisschen übertrieben, wie schnell sich hier der Müll ansammelt. Guckt euch das mal an. Ich meine, hä? Als würden die Leute wirklich permanent ihre Kaffeebecher und so hier hinschmeißen. Ne? Ich meine, ja, ein Cleaning-System ist okay. Übertreib's doch aber nicht. Übertreib's doch aber nicht. Jawohl! Way! Endlich! So, ich muss nur mal kurz hier den Müll nach hinten bringen, weil ihr so kleine Schweinchen seid. Jawohl, jetzt haben wir da auch den Dreh raus anscheinend. So. Hallo? So, 32 möchtest du zurück. Noch haben wir alles, ne? Wie viel Geld haben wir auf dem Konto jetzt? Alles klar. Ach, guck mal, jetzt ist auch, ne? Hat mich auch gar nicht gewundert, dass, ne? Ich sag noch, oh, guck mal, wir haben gar keine Musik mehr da. Ich dachte, das hat jetzt was damit zu tun, ne? Dass wir die Musik ausgestellt haben nochmal. Aber nein. So, jetzt ist halt die Frage, kommt jetzt gar keiner mehr? Das ist halt wirklich immer eine lange Zeit, wo irgendwie gar keiner kommt, ne? Jetzt wäre die Frage, bestellen wir nochmal alles nach, machen voll und gucken, was wir dann übrig haben. Und dann haben wir auch aber keine, definitiv keine 1000 mehr. Ne? Habe ich das jetzt gekauft? Ja. Doch, wir haben noch ganz knapp 1000 dann. Aber wenn wir dann eine neue Lizenz kaufen, heulen die wieder rum. Wir benutzen jetzt mal hier. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch. Hier haben wir auch. Nein, ich wollte dich nicht aufmachen. Mach dich wieder zu. So. Aber das ist schon irgendwie heftig, dass so früh keine Kunden mehr kommen. Würde mich jetzt interessieren, ob das irgendwo dran liegt oder so. Also, ne, ob man das ändern kann. Guck mal, ihr wisst, ne, für eins übrig, benutzt man nicht das Regal. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, dass wir da hinten, was drinnen stehen haben. Okay, überall ist nur noch eins drin.
So, und ihr seid das hier. Okay, du bist leer. Dich können wir wegschmeißen. Hallo. So. Das lassen wir jetzt einfach so, weil darum, wir starten den nächsten Tag. Ah, Miete ist kostet uns 20, ist ja gar nichts, ne? Kosten der Lieferung, ist das jetzt nur das, also für die Platten, oder kostet uns das was zusätzlich? Weiß man auch nicht, ne? Produkte nicht gefunden. Das ist aber, das ist doch für die nächste Lizenz, oder? Haben wir da nicht irgendwie... Ich liebe diesen kleinen Kerl, alles klar. Geldkakteen, ouch. Ja, okay. Vielleicht sollten wir uns öfters mal anschauen, wie die Sachen heißen. So, wir öffnen den Laden. Welcome to Prince Plaza. We are now open. Wir hätten genau 1000 jetzt für, ne? Aber wie gesagt, das Problem ist ja auch, wir haben nichts, wo wir die reinmachen könnten. Wobei, in den einen Plattenständer passen 4 verschiedene Platten, ne? Und wir kriegen, glaube ich, 4 verschiedene... Vielleicht sollten wir, ne? Aber das heißt, wir brauchen auch noch mal mindestens $750 da drauf. Und dann das natürlich, was die Platten kosten, ne? Aber die könnten auch ein Stück schneller laufen, ne? Und da hat er schon wieder Müll hingelegt. Also das sind so Kleinigkeiten, ne? Komm, Ich hab's ja auch beim guten Textor-Simulator schon gesagt. Du musst halt mittlerweile konkurrenzfähig sein mit diesen Spielen, weil wir haben so viel davon auf dem Markt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwas rauszuhauen. Was haben wir denn jetzt hier? Also, ne? Alleine auch, dass wir die Plattenpreise nicht ändern können, ne? Ja, ich will sie nicht super teuer machen und ja, vielleicht ist das so, dass man das nicht kann. Aber um Gottes Willen wirklich diese Cent-Beträge hinten, ne? Also, das geht mir so hart auf die Pimpernellen, dass... Ne? So, da bin ich schon wieder. Guck mal, das ist doch schön. Zack. Deswegen, lasst mich doch die Preise wenigstens hinten nullen. Da wäre ich schon absolut mit zufrieden, wenn ich da einfach nur die Nullen hinmachen dürfte. So, gib mir mal die hier. Wo haben wir die denn? Du bist das, okay. So, schmeiß weg. So. Es reicht noch nicht für ein neues Plattenregal. Ihr habt's auch gesehen, oder? Okay. Okay. So. $5 will er wir haben. So. Ich linse da mal kurz um.
um die Ecke. Okay, wir haben jetzt einen schwebenden Karton bei uns. Okay, okay, okay. Tschüss, Karton. Tschüss. Ob er wieder reinkommt? Nee. Tschüss, Karton. Tschüss. Ich hab, ich hab gar niemanden an der Kasse stehen. Da will schon wieder keiner was von meinen Sachen kaufen. Ich komm hinter dir her. Vielleicht ist der auch einfach gegangen und ich hab's nicht gemerkt, ne, weil... Und? Kommst du da weiter, Karton? Ich komm da nicht weiter. Guck mal, Karton kommt auch nicht weiter. Okay, dann lebt jetzt der Karton, dort. So, wir haben wieder 8 Uhr. Wir machen mal ganz flott, beginnen wir mal noch einen neuen Tag. So. Ich mach mal schnell auf. Ich würde jetzt... Einmal. Warte, wir kaufen erst. Hier sind wir falsch. Wo müssen wir hin? Möbel. Ich kaufe jetzt das Ding. So. Stellen wir das da hin? Stellen wir das hier hin? So. Jetzt brauchen wir gerade mal noch $2, um die Lizenz zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ne? Es könnte natürlich auch sein, dass wir dann uns vielleicht gar nichts mehr leisten können. So. Er hat schon wieder seinen verflixten Kaffeebecher dahin geschmissen, ne? Das ist... Vor allen Dingen, ich meine ganz ehrlich, würdet ihr das machen in so einem kleinen Geschäft, wo quasi der Inhaber direkt hinter euch steht, um euch den Kaffeebecher quasi wieder um die Ohren zu schlagen? Ich glaube, ich habe ihm $1 zu viel rausgegeben, ne? Na gut, bin glücklich mit. So, was haben wir? Nee, guck mal, jetzt habe ich ihm schon wieder... Nee, jetzt habe ich... Ah, okay. Okay, okay, so funktioniert das hier. Alles klar. So, wir gehen nach der Lizenz gucken. Plattenfirma, so. Das sind jetzt die hier, ne? Können wir uns das leisten? Nee, wir können uns die leisten... Wir kaufen einfach... Doch, guck mal, wir können uns gerade so tatsächlich alle 4 leisten. Ich bin gleich da. So, jetzt bin ich gespannt. Können wir die hier... Okay. Ich hätte mal gucken sollen, was wir jetzt eigentlich verdienen an den Einzelnen, ne? Aber... Ich muss tatsächlich sagen, jetzt so hingestellt, finde ich die Ständer tatsächlich besser als die großen. Ich meine, die großen wirken halt ein bisschen schöner so, ne? Aber... Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir natürlich von den anderen Platten gar nichts mehr gleich da. Das heißt, ne, die werden wieder rumweinen. Aber es ist auch gleich schon wieder Feierabend. Also, ne, mal gucken, was wir jetzt noch reinkriegen. Und ob wir dann... Ja, jetzt schmeiß ich natürlich meinen Müll hier auch mitten rein. Kann ich den... Ja, wir schmeißen das erstmal... Er ist ja hier ein besonders cooler. Oh, du bist jetzt aber, du bist ja fast hier, ne? So.
25. Fuck. Egal, werd glücklich mit dem Cent. Schenke ich dir, ist deiner. So, du kriegst einen Dollar zurück, bitteschön. So, ich könnte wetten, jetzt ist es wieder so, dass kein Mensch kommt, ne? Das heißt, wir können in aller Ruhe unseren Müll wegbringen. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, da nochmal, ne? Und flupp. Ne, daneben. So, das wäre jetzt wahrscheinlich der Tag gewesen. Könnten wir jetzt einmal alles durchbestellen? So, das wären ja die, die wir brauchen, ne? Und die haben wir schon, ja. So, das heißt, wir könnten den Laden einmal voll machen. Die hatten wir hier unten. Ne, die hatten wir so, ne? So, machen wir nochmal schnell voll. Und könnten dann am nächsten Tag dann hier mal wieder richtig durchstarten. Ich wollte schon gerade sagen, ne? Wir testen jetzt mal noch schnell. Machen wir nochmal zu die Kiste. Können wir das jetzt auch mit dem... Ah, okay, dann haben wir die Platte liegt daneben, alles klar. Natürlich jetzt toll, jetzt liegt die, nee, ich wollte nicht aufmachen, ich wollte sie wegschmeißen. Also, ne? So, gib mal schnell her. Das ist die volle, plopp, plopp. Plopp. So. Du bist die hier. Und du bist die. Die war noch fast voll. Schmeißen wir dahin. So, einmal aufräumen. Ich kann mal nicht aufräumen. Ist da was drin? Nee. So. So. Gut, dann hätten wir erstmal wieder alles da für den nächsten Tag. Ich muss wirklich sagen, also die gefallen mir tatsächlich fast besser, ne? Also wenn die so da. Wieso? Ja, aber wir sind im Plus. Wir haben alles da. Es läuft, würde ich sagen. Wir haben einen guten Anfang gemacht. Nichtsdestotrotz, ich weiß es halt nicht, ne? Ich weiß es nicht. Gerade diese Wechselgeldgeschichte und so, ne? Es nervt mich sehr. Es nervt mich sehr, muss ich wirklich sagen. Also das ist, das wird jetzt, glaube ich, so ein Ding. Okay, ich packe das jetzt erstmal, ne? Beiseite und hoffe auf ein baldiges Update und wir schauen, was dann passiert. Das werde ich euch dann zeigen. Bis dahin sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Lasst euch bitte weder ärgern noch stressen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich einfach Tschüss.